Maria hofft, dass sie Hajo bei sich zu Hause antrifft. Für ihren Enkel wünscht sie sich nichts mehr, als dass der Ingenieur nicht in kriminelle Machenschaften verstrickt ist und sich endlich richtig um seinen Sohn Lasse kümmert. Aber ihre Hoffnungen werden mit einem Schlag zunichte gemacht. Ach du Scheiße, Mensch! Ach, wo war denn die Brände? Oh Gott. Und gleich die Feuerwehr rufen. Ja, hallo, mein Name ist Frau Liebknecht. Wurde im 3. Sie müssen ganz schnell eine Feuerwehr schicken, weil bei mir brennt es in der Küche. Ja, okay, danke. Tschüss. Maria Liebknecht wird seit einem Vierteljahr von einem Bauamtmitarbeiter drangsaliert, ihr Grundstück zu verkaufen. Ihr geerbtes Haus, in dem sie ihren Enkel Lasse großzieht, soll der Zufahrtsstraße zu einem Einkaufszentrum weichen. Rechtsanwalt Klaus Pinkernei tut alles, um eine Enteignung zu verhindern. Denn als einzige in der Nachbarschaft hat Maria noch nicht klein beigegeben. Zum Entsetzen der Rentnerin hat es gerade in ihrem Elternhaus gebrannt. Oh, war alles voller Qualm. Ich nach Hause gekommen bin. Ich habe mit meiner Löschdecke dann den Brand gelöscht. Oh Gott, was alles hätte passieren können. Das Haus hätte abfackeln können. Wenn ich eine halbe Stunde später vielleicht nach Hause gekommen wäre. Oder mein Enkel womöglich im Haus gewesen wäre. Sie können sich nicht irgendwie vorstellen, wie der Brand entstanden sein könnte? Also sprich, eine Zigarette im Mülleimer oder eine Kerze angelassen? Ich war Stunden vorher überhaupt nicht zu Hause. Und mein Enkel ist seit 8 Uhr in der Schule. Hätte ich vielleicht Neuigkeiten. In den Resten von diesem Papierkorb fanden sich Spuren von flüssigem Brandbeschleuniger. Moment, Sie wollen damit sagen, dass das hier nichts anderes als eine versuchte Brandstiftung war, oder was? Das sieht ganz danach aus. Ja, dazu passt, dass im Keller eine Tür aufgehebelt worden ist. Oh Gott, dann ist Tatsache jemand eingebrochen, um das Haus abzufackeln? Also, so leid es mir tut. Also eine versuchte Einbruch und ein Brandbeschleuniger, da müssen wir ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung, oder? Ich hätte da so ja eine Idee. Sie haben eine Vermutung? Hajo Rabe. Das ist der Vater von meinem Enkel. Sagen Sie Hajo Rabe. Überlegen Sie ganz gut, was Sie da sagen. Das ist schon eine starke Anschuldigung. Und das ist hier kein Kavaliersdelikt. Ja, das kann schon mal mit 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden. Ja, schon. Aber der hat noch nie was auf der Reihe gekriegt. Und neulich, wie der vor der Türe stand, so urplötzlich, haben wir uns auch gleich wieder in die Haare gekriegt. Also es sollte mich nicht wundern, wenn der mit dem Bauherrn unter einer Decke steckt. Wäre es Ihnen möglich, dass Sie mich jetzt zur Wache begleiten? Weil dann könnten wir nämlich gleich die Aussage protokollieren und das ganze Ermittlungsverfahren wird auch dem Brandkommissariat vom LKA übergeben. Und es wird erstmal gegen unbekannt ermittelt, aber Ihre Verdächtigung nehmen wir natürlich auf. Ja, wäre es möglich? Ja, das wäre möglich. Vor allem interessiert mich das ja selber, ob der Hajo Rabe mit dem Bauherrn unter einer Decke steckt. Ich will ja auch wissen, was los ist. Das ist richtig. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen noch mal rein. Ja. Sie holen sich die restlichen Sachen und Ausweis etc. Okay, ja? Alles klar. Okay. Schwere Brandstiftung. Auch wenn hier voraussichtlich nur ein Versuch in Betracht kommt, ist eine der schwersten Straftaten überhaupt, die mit einer langjährigen Haftstrafe geahndet werden. Und das zu Recht, denn immerhin hat der Täter hier ganz bewusst in Kauf genommen, dass Frau Liebknecht oder ihr Enkel zu Schaden kommen können oder möglicherweise sogar getötet werden können. Aber das Wichtigste für mich ist jetzt erstmal herauszufinden, wo Herr Rabe ist und wofür er die 30.000 bekommen hat. Eine halbe Stunde, nachdem die Polizei die Branduntersuchung im Haus beendet hat, kommt Lasse Liebknecht aus der Schule. Seine Großmutter hat ihn von der Wache aus auf dem Handy angerufen und ihm gesagt, dass der Babysitter unterwegs zu ihm ist. Vor der Haustür steht allerdings plötzlich sein Vater Hajo Rabe. Der 8-Jährige hat keine Ahnung, dass seine Oma Hajo für den Brandstifter hält. Papa, was machst du denn hier? Hey. Ich wollte ja eigentlich den Brief vorbeibringen. Für Lasse von Papa. Und was ist damit? Weißt du, es tut mir leid, dass ich schon wieder so plötzlich weg war. Aber weißt du, komm mal her. Ich hab dich so lieb, mehr als alles andere auf der Welt. Glaub mir. Aber ich muss leider gehen. Ich find's blöd, dass du Oma gehst. Warum bleibst du nicht bei mir und Oma? Ja, ich weiß. Weißt du, damals, als du noch ein bisschen kleiner warst, da war ich nicht gerade nett zu deiner Mama. Und ich hatte auch kein Geld und ich war eigentlich nicht gut für euch beide. Und ich hab dir versucht, Briefe zu schicken. Ich hab mich nicht getraut, sie abzuschicken. Und
Ich habe dir jetzt hier alles erklärt in dem Brief und deswegen bin ich heute da, um ihn dir zu geben. Aber ich muss trotzdem gehen, weißt du? Und wohin willst du? Ich gehe zurück ins Hotel Sternchen und morgen fahre ich wieder nach München. Ja. Komm mal her. Großer. Es tut mir leid, aber weißt du, Oma will nicht, dass ich bleibe. Okay? Ich find's schade. Aber telefonieren wir noch? Wir telefonieren diesmal, wir schreiben uns und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich melde mich bald wieder. Okay? Versprochen. Versprochen. Okay. Bis dann. Ich finde das voll blöd, dass Papa jetzt geht. Er soll doch bei mir und Oma bleiben. Kurz darauf kehrt Maria vom Polizeipräsidium zurück. Die Frührentnerin ist grenzenlos erleichtert, dass ihr Enkel zum Zeitpunkt des Hausbrandes in der Schule war. Aber sie hat große Angst, dass ausgerechnet Lasses Vater hinter dem feigen Anschlag steckt. Na, wie war die Schule? Papa hat gesagt, dass er wegen dir weggegangen ist. Wie, Papa hat gesagt, wann hast du den gesehen? Vorhin. Nein, war der hier? Ja, Papa hat mir Tschüss gesagt und hat mir einen Brief gegeben. Der war hier? Verdammt, dann habe ich den verpasst. Sag mal, kannst du mir verraten, wo er jetzt schläft, wo er wohnt? Das sage ich dir nicht. Oh, Lasse, komm. Mach dir auch einen leckeren Kakao. Ehrlich? Mhm, ganz ehrlich. Okay, er wohnt in einem Hotel mit Sternchen. Sternchen? Cool. Wisst ihr, dein Papa steckt nämlich ein bisschen in Schwierigkeiten und will ihm helfen, deshalb brauche ich die Adresse. Hm? Okay. Ich mach dir jetzt einen leckeren Kakao, wie versprochen. Okay. Ja? Gut, bis gleich. Und kicken wir jetzt noch mal eine Runde? Klar. Ich rufe jetzt erstmal meinen Anwalt an. Der muss sich darum kümmern, dass Hajo nicht nach München fährt, weil ich denke nämlich, dass der mit dem Brand auch was zu tun hat. Ja, und dann werde ich dem Anwalt darum bitten, dass der sich auch darum kümmert, weil ich möchte ja wissen, was das mit den 30.000 Euro auf sich hat. Nach dem Anruf seiner Mandantin eilt Klaus Pinkernall sofort zu dem Hotel Sternchen, in dem sich Hajo aufhalten soll. Der Anwalt hofft, dass Lasses Vater noch nicht über alle Berge ist. Er will dem 41-Jährigen auf den Zahn fühlen, ob der wirklich etwas mit dem Brand und der mutmaßlichen Bestechung zu tun hat. Wie sonst sind die 30.000 Euro und sein Treffen mit dem Bauamtmitarbeiter Karl Löbe zu erklären? Herr Rabe, wo sollst du denn hingehen? Nur mal nicht so schnell. Sie mich erschreckt. Wer sind Sie? Mein Name ist Pinkernail. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Liebknecht. Und ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Aber ich warne Sie gleich. Bitte keine Spielchen, sonst können Sie mich nämlich gleich mit zur Polizei begleiten. Gegen Sie läuft nämlich eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung. Gegen Sie und gegen einen Herrn Karl Löbe. Was für eine Brandstiftung? Ich weiß nichts von einer Brandstiftung. Also. Naja, heute Mittag wurde versucht, das Haus von Frau Liebknecht abzufackeln. Und Sie sind einer der Hauptverdächtigen. Das ist ein Quatsch. Heute Mittag. Wissen Sie was von der Brandstiftung? Haben Sie vielleicht von Herrn Löbe Geld dafür bekommen, dass Sie das Haus abfackeln? Ach, so ein Quatsch. Ich war bis 3 Uhr war ich hier. Ich habe das Haus nicht angezündet. Und ich bin erst danach zu Lasse gefahren, um ihm einen Brief vorbeizubringen. Und Sie können gerne unten in der Lobby nachfragen. Die ja, ja, sicher. Das werde ich auch sicher tun. Aber hat Ihnen Herr Löbe vielleicht Geld dafür geboten, dass Sie Frau Liebknecht überreden, das Haus an die Stadt zu verkaufen? War das der Grund, dass Sie jetzt nach Jahren plötzlich wieder bei Ihrem Sohn und bei Frau Liebknecht aufgekreuzt sind? Ach, so ein Quatsch. Der einzigste Grund, warum ich bei den beiden aufgetaucht bin, ich wollte ihnen helfen. Ich wollte ihnen doch nur helfen. Und ja, ich meine, ich habe mich die letzten Jahre einfach nicht bei ihm gemeldet, weil ich Angst hatte, dass er nichts mit mir zu tun haben wollte. Ja, ich meine, seine Mutter hat ihm immer eingeredet, dass ich ein Loser bin und dass ich nichts auf die Reihe kriege. Und jetzt habe ich eine eigene Firma und hab's sowas gebracht. Und ich wollte den beiden helfen. Nur deswegen bin ich hier. So, so. Na, das sah mir aber ganz anders aus. Jetzt setzen Sie sich mal hin. Ich will Ihnen mal was zeigen. Ich habe nämlich beobachtet, wie Sie sich mit Löbe getroffen haben. Mhm. Und in dieser Tasche waren 30.000 Euro. Wie erklären Sie mir das denn jetzt? Das ist ganz einfach. Ich habe kein Geld vom Löbe bekommen. Ich habe ihm Geld geboten. Und zwar dafür, dass er die Straße eben nicht durch die Siedlung baut. Ich will den beiden doch nur helfen, nur deswegen war ich da. Kommen Sie, Herr Rabe, mit Ihrer Gutmenschnummer kommen mir ja wirklich fast die Tränen. Aber das ist doch völlig unglaubwürdig. Wenn Sie dem Löbe Geld geboten haben, warum ist das Geld dann in Ihrer Tasche und nicht beim Löbe? Hm? Ja, ganz einfach. Als wir uns getroffen haben, habe ich ihm das Geld doch nur gezeigt. Und er hat zu mir gesagt, dass er noch ein anderes Angebot hat. Damit die Straße eben doch durch die Siedlung gebaut wird. Moment. Habe ich Sie richtig verstanden? Der Löbe hat Ihnen gegenüber gesagt, er hat von jemandem Geld geboten bekommen dafür, dass die Straße quer durch die Siedlung gebaut werden soll. Ja. Ich habe ihm die 30.000 Euro geboten, aber er hat gezögert, als wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur gepokert, um das Geld in die Höhe zu treiben. Vielleicht wollte er auch, dass der andere ihm mehr bietet.
Hat er denn gesagt, wer der andere ist? Nein, das hat er mir nicht gesagt. Ich weiß aber nur, dass ich das Geld wiederhaben möchte. Denn Maria will meine Hilfe nicht. Und als ich bei den beiden war, hat sie mich einfach nur aus der Tür rausgeschmissen und hat mich nicht mal ausreden lassen. Na ja, schon gut. Jetzt machen Sie mal keine großen Sorgen. Seien Sie jetzt mal nicht so ungerecht zu Frau Liebknecht. Die ist doch da in einer ganz bescheidenen Situation. Aber Ihr Geld, das bekommen Sie wieder. Das ist in einem Schließfach eingeschlossen bei der Bank. Das ist in Sicherheit. Aber Sie wissen schon, dass Sie sich durch diesen Bestechungsversuch selber strafbar gemacht haben. Ich würde mal sagen, Herr Rabe, ich glaube Ihnen das ja alles. Aber wir sollten jetzt an einem Strang ziehen. Wir müssen versuchen, dem Löwe nachzuweisen, dass er bestochen worden ist. Weil wenn wir das nachweisen können, dann ist die Enteignung auch vom Tisch. Und Sie müssen mir dabei helfen. Wie soll ich das machen? Ja, weiß auch nicht. Haben Sie denn irgendwas Schriftliches vielleicht von ihm oder sonstige Hinweise? Oder doch? Ich habe einen Zettel. Er hat irgendwas draufgeschrieben von wegen, wenn wir uns auf die 30.000 Euro einigen, dann wird die Straße hier nicht gebaut. Aber der Zettel liegt bei Maria. Ja, dann holen wir doch den Zettel. Ja, wenn wir ihn nicht finden, noch. Der liegt im Müll. Oh, ja. Hoffentlich nicht in einem Mülleimer, der da angebrannt ist. Egal, wir müssen es versuchen. Okay. Kommen Sie, lassen Sie mal Ihre Sachen stehen, wir müssen sofort los. Ja. Offenbar haben meine Mandantin und ich Lasses Vater Unrecht getan. Er hat kein Geld dafür geboten bekommen, Maria zum Hauskauf zu überreden. Vielmehr wollte er das Haus auch und vor allem für seinen Sohn Lasse retten. Wenn wir diesen handschriftlichen Beweis dafür finden, dass Herr Löwe vom Bauamt bestechlich ist, dann haben wir die besten Karten vor der Enteignungsbehörde. Die Zeit drängt, denn die Anhörung vor der Enteignungsbehörde steht kurz bevor. Klaus Pinkerneil will um jeden Preis verhindern, dass Maria und Lasse ihr Zuhause verlieren. Dafür braucht der Anwalt jedoch unbedingt den handschriftlichen Beweiszettel, den Hajo von dem Bauamtmitarbeiter bekommen hat. Hajo, ich glaub, ich spinne. Was willst denn du hier? Willst du mir jetzt erzählen, dass du heute hier eingebrochen bist und den Brand gelegt hast? Maria, bitte, es nervt echt langsam, dass du so misstrauisch bist. Ich hab mit dem Brand nichts zu tun. Frau Liebknecht, bitte jetzt mal ganz ruhig. Ich glaube, Ihr Schwiegersohn hat Ihnen ein bisschen was zu sagen. Vielleicht hören Sie ihn einfach mal an. Maria, ich hab dem Löwe 30.000 Euro dafür geboten, dass er euch in Ruhe lässt und dass ihr das Haus behalten könnt. Aha. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Warum hast du so heimlich getan? Dein Misstrauen hat mich echt gekränkt. Ich wollte ja nicht, dass du denkst, dass ich mir versuche, mit dem Geld Lasses Liebe zu erkaufen. Und ich wollte eigentlich nur euch helfen und das Haus retten und das Ganze nicht an die große Glocke hängen und damit einfach nur wieder gut machen, was ich die letzten Jahre verpasst habe. Ich weiß, das klingt jetzt für Sie sehr schwer zu glauben, aber für mich sieht es tatsächlich so aus, als hätte sich Ihr Schwiegersohn geändert. Und er liebt seinen Sohn. Vielleicht geben Sie ihm einfach eine Chance, Lasse zuliebe. Ja, vielleicht haben Sie auch recht, weil ich war wirklich immer total misstrauisch. Vielleicht hätte ich mir auch einfach mal ausreden lassen sollen, wie das mit dem Geldfund war. Tut mir echt leid. War jetzt auch nicht gerade ein Vorzeigepapa. Die letzten Jahre habe ich kaum um ihn gekümmert und du warst immer für ihn da und dafür bin ich dir auch echt dankbar. Okay. Und nachdem Sie beide sich jetzt wieder versöhnt haben, sollten wir alle keine Zeit verlieren und an einem Strang ziehen und diesen Löwe endlich zur Strecke bringen. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Mülleimer, wo Sie den Zettel, dieses Beweisstück reingeschmissen haben? In der Küche. Wie? Was? Beweisstück? Mülleimer? Der ist abgefackelt. Das glaub ich alles nicht. Mann, was machen wir denn jetzt? In 4 Tagen ist bei der Ereignungsbehörde dieser Termin. Da müssen wir beweisen, dass der Löwe mit falschen Karten nicht... Oh, das wäre echt schlimm. Es tut mir leid, dass ich den Zettel weggeschmissen habe. Ich wusste nicht, dass wir den brauchen. Mensch, hätte ich dir doch mal eher getraut. Hätte ich einfach machen lassen. Dann wäre der Drops jetzt schon gelutscht gewesen. Ja, mein Gott. Apropos Drops gelutscht. Mhm. Ist der Löwe nicht immer diese Bonbons? Ja, na klar. Was macht er dann hier? Mir kommt eine Idee. Also auch wenn das jetzt kein Beweisstück ist, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nur ein bisschen Improvisationstalent. Frau Liebknecht, haben Sie meine Plastiktüte? Ja, na klar. Ja, hol ich. Ich werde Karl Löwe zu einem Geständnis für die versuchte Brandstiftung und für die Bestechung bringen. Dann können wir seinem Vorgesetzten und der Enteignungsbehörde beweisen, dass der gute Mann kriminell ist und die Enteignung rechtswidrig wäre. Dazu brauche ich nur dieses Bonbonpapier. Ich gebe zu, mein Plan ist gewagt, aber es ist unsere einzige Chance. Maria Liebknecht kämpft zusammen mit ihrem Anwalt Klaus Pinkerneil um ihr Haus und ihr Grundstück. Alles deutet darauf hin, dass der Bauamtmitarbeiter Karl Löwe und seine Schwägerin sie aus persönlicher Geldgier enteignen lassen wollen. Durch eine List soll Karl Löwe jetzt zu Fall gebracht werden.
Ach, die Frau Liebknecht, ne? Doch jetzt kalte Füße gekriegt? Nee, nicht ne? wirklich. Ja, irgendwann werden sie ja alle mal vernünftig. Was soll das denn? Was wird das denn jetzt hier? Ich habe sehen noch, dass ich im Termin bin. Herr Löwe, es wird Sie vielleicht interessieren zu erfahren, dass mir Herr Rabe von einem Zettel erzählt hat, den Sie geschrieben haben und auf dem von einer Bestechungssumme von 30.000 Euro die Rede ist. Ein Zettel? Ich weiß nichts vom Zettel. Auf dem Zettel ist eindeutig Ihre Handschrift zu erkennen. Das wird ein Graphologe ohne weiteres rausfinden können. Und auf diesem Zettel ist von einer Bestechungssumme die Rede. Und da ist noch was, was ich der Polizei zeigen werde. Mhm. Gucken Sie mal. So Ihre Sorte, oder? Dieses Bonbonpapier haben wir bei Frau Liebknecht gefunden. Und nachdem Sie nie in dem Haus meiner Mandantin waren, steht fest, dass Sie dort eingebrochen sind und das Feuer gelegt haben. Ich bin mir sicher, dass die Polizei auf diesem Papier Ihre DNA feststellen wird. Ja, aber ich weiß nichts von der Brandstiftung. Ach, Löwe, meinen Sie denn wirklich, dass Leugnen hier noch irgendeinen Sinn macht? Wir haben doch auch noch andere Fakten, die gegen Sie sprechen. Ihre Schwägerin arbeitet in exakt der Firma, die durch diesen ganzen Bau Millionengewinne einstreichen soll. Und da sind dann noch die ganzen anderen Nachbarn, die auch belegen können, dass sie in genau derselben Art und Weise massiv bedrängt haben wie meine Mandantin. Und außerdem haben Sie mir gegenüber gestanden, dass Sie ein Bestechungsangebot bekommen haben. Und auf mein Angebot wollten Sie eingehen. Ja gut, ich bin da eingebrochen und ich habe das Feuer gelegt. Ja, das habe ich getan. Ich wollte doch aber nur, dass Sie verkaufen. Ja. Das wird ausreichen, um Sie ein paar Jahre in den Knast zu bringen. Aber Herr Löwe, was mich jetzt noch interessieren würde, warum das Ganze? Warum wollten Sie, dass diese Häuser abgerissen werden? Was hatten Sie denn persönlich davon? Ja, also die Umgehungsstraße hätte ca. 300.000 Euro gekostet. Und meine Schwägerin Janina hat mir als 20.000 Euro dafür geboten, dass ich mit den Leuten spreche und sie zum Verkauf bewege. So, und wenn dann jeder verkauft hätte, da wo kein Richter, da keine Henker. Hallo, Herr Wohlrabe. Was machen Sie denn hier, Chef? Ich habe alles mit eingehört. Das ist ja fürchterlich. Ich bin stinksauer auf Sie. Ich werde auch dafür sorgen, dass Sie unverzüglich aus dem Staatsdienst entlassen werden. Ich werde alle Unterlagen offenlegen und diesen Fall aufklären. Mit all seinen Facetten. Nee. Hätte ich nicht gedacht von Ihnen. Ja, zu Ihnen. Ich werde persönlich dafür Sorge tragen, dass Sie Ihr Haus behalten können. Super. Und der Antrag bei der Enteignungsbehörde wird natürlich selbstverständlich zurückgezogen. Und die anderen Anwohner, denen werden wir anbieten, dass sie ihre Häuser zurückkaufen können. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Image-Schaden vermeiden kann. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Gut so. Danke. Okay. Dankeschön. Tschüss. Ich bin wirklich froh, dass mein kleiner Trick mit dem Bonbonpapier geklappt hat. Ohne den wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Dabei habe ich Herrn Löwe noch nicht mal angelogen. Ich habe ihm nur gesagt, dass wir das Papier bei Frau Liebknecht gefunden haben. Den Rest hat er sich selber ausgemalt. Herr Löwe hat daraufhin die Bestechung zugegeben. Der Bau der Straße diente nur seinen eigenen Interessen. Die Enteignung ist jetzt natürlich vom Tisch. Das Haus von Frau Liebknecht gerettet. Da bin ich froh. Zwei Wochen später können Maria und ihre Nachbarn aufatmen. Der Leiter des Bauamts hat Wort gehalten. Die neue Zufahrtsstraße wird nicht durch die Siedlung, sondern außen herum gebaut. Der Baufirma, in der Karl Löbes Schwägerin arbeitet, wurde wegen Bestechung der Auftrag für das Großprojekt entzogen. Ich bin überglücklich, dass wir unser Haus zurückkaufen konnten. Ja. Meine Frau und ich sind auch total erleichtert. Wie haben Sie das geschafft, Frau Liebknecht? Ich habe da gar nichts gemacht. Mein Anwalt hat sich für uns ins Zeug gelegt. Zum Wohl. Zum Wohl. Der hat bewiesen, dass der Herr Löwe halt mit dem Bauunternehmer unter einer Decke gesteckt hat, was ich eigentlich von Anfang an immer geahnt habe. Das sind Zehntausende an Bestechungsgeldern geflossen, ne? Was? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Und wie gesagt, im Endeffekt können die jetzt um unsere Häuser, um unsere Siedlung drumherum bauen, ne? Also es ist ja nicht notwendig, dass wir unsere Häuser verkaufen und abreißen lassen. Aber was war denn jetzt mit der Brandstiftung? Ja, die Stadt, die hat natürlich super reagiert, ne? Wie die gehört haben, Brandstiftung, haben die so eine Ohren gekriegt. Die waren natürlich sofort dabei, ne? So dass der Löwe halt verurteilt wird, ne? Der hat ein Verfahren am Hals jetzt, ne? Ja. Der hat auch wirklich Tatsache versucht, mein Haus in Flammen aufgehen Oma. Zu lassen. Oma! Ja? Mein Gott. Ja, mein Kleiner. Hast du schon das Allerneueste? Nö. Papa bleibt hier in Berlin. Aha. Und kehrt nicht wieder zu München zurück. Aha. Ja, ich habe die Möglichkeit, in Berlin meine Firma weiterzuführen. Aha. Nach München will ich auch nicht mehr. Ich will hier bei meinem Sohn bleiben. Na, ist doch schön, ne? Schön, super. Ne? Das Einzige ist halt, dass ich, bis ich eine eigene Wohnung habe, vielleicht bei euch wohnen könnte. Bitte, bitte, Oma. Du musst dir keine Wohnung suchen.
Oben die Etage ist frei. Da kann Papa sich das einrichten. Ja, Papa. Und wie sich hat er sich das ja verdient. Ja. Ja. Mal kurz anstoßen. Na klar. Auf den glücklichen Ausgang. Ja. Ja. Maria ist froh über die Rettung ihres Elternhauses und darüber, dass Hajo von jetzt an für seinen Sohn da sein wird. Karl Löbe wurde unter anderem wegen Bestechlichkeit und versuchter Brandstiftung zu 4,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.